You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth, but we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity, until consciousness failed me. You remember our venerable house, opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. Was geht ab, Leute? Wir sind back in einem neuen Adventskalender Video, und zwar mit Darkest Dungeon! Alle! Ja, das war ein Intro. Ich wusste nicht, dass es ein Intro hat, Digga, wenn ich das Spiel starte. Deswegen, ich glaube, die erste Zeile davon habt ihr jetzt auf YouTube verpasst. Scheiß drauf, Digga. Ich habe nebenbei schon mal die Adventskalender-Türchen geöffnet. Er ist von Holy. Eine Kugel. Für einen Baum. Okay. Und von Fanashi die Welt, es ist eine Dose. Die zweite und letzte. Oh. Es ist INBAU. Scotland. Keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung. Testen wir im Laufe des Videos bestimmt mal aus. Oder vielleicht danach. Digga, das ist laut! Um auf mehr Spieler-Features und die Ziele-Budget-Zyklus zuzugreifen, musst du die Datensammlung aktivieren. Du kannst einstellen und jederzeit und optional ändern. Ja, mach mal. Wow! Alles Einstellung? Also DLC habe ich anscheinend, okay. Was? Willst du Nachrichten bekommen? Scheiß drauf. Aha! Ton, Digga, bitte. Immer so, oder? Ist immer noch voll laut eigentlich. Mal vielleicht so. Wow, Grafiks. Alter, geil. Alright, dann starten wir mal in die Kampagne. Ich glaube, es geht um den Controller. Yes. Alles klar, was ist jetzt los? Gehen wir nicht auf den Sack. Kampagne starten. Hä? Gehen wir nicht auf den Sack!
Ist das jetzt das DLC? Call of Madness? The Butcher's Circus? Um zu beginnen. Dunkel, normale Kampagnen halten diese Originalentstellung für das Spiel. Es gibt keine Zeitbegrenzung, aber die Kampagne dauert länger und ist anspruchsvoller als im Modus strahlende Kampagne. Ich mach mal dunkel, ne? Dunkelste. Hä? Okay, keine Ahnung, scheiß drauf. Wir starten einfach mal rein, ne? You will arrive along the old road. It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside. Ja. Leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road, and on its writhing path, you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, ja, we genau. Will find our redemption. Safe. Safe call. Alright. Mit der Postkutsche zerstörten Hausmeister gegangen werden, die Reise in Hamlet zu Fuß zu machen, was? In den Hamlet, okay. Aha. Okay, wir haben jetzt quasi den ersten Fight. Du befindest dich derzeit in einem Raum. Klicke auf einen anderen Raum um der Karte, um dich vorwärts zu bewegen. So gelangst du den Gang in den nächsten Raum für dich. Ja. Ich hatte, glaube ich, Darker Dungeon zweimal gespielt. Kann das? Ja, wie wähle ich das denn aus? Nee, hä? Ich spiel's mit Maustastatur. Der Controller wird hier nicht erklärt irgendwie. Ich hatte es damals in der Konsole gespielt, da war es gut gemacht, aber hier am PC mit Controller spielen, verstehe ich nicht ganz. Ich bin lieber Maustastatur, das funktioniert besser. Jetzt kann ich hier einfach hinklicken. Kann mich Gänge bewegen? Ja. Aha. Ich könnte jetzt hier klicken, ja. Vom Gegner, ja. Dog in brutal fashion, that all may hear of your arrival. Für den Feind, ja, das ist logisch. Mach erstmal einen Aderlass. Schön. Bluten. Dann wollen wir noch niederstrecken einmal. Und er ist tot. Gently. Beute. Jeder aufgehobene Gegenstand belegt Platz im Inventar. Fahr mit der Maus über Gegenstände, um Teil zu sehen. Das funktioniert auch in deinem Inventar. Alles klar. Nehme ich mit. 750 Gold, Digga. Ja, moin. Da können wir uns direkt ein Imperium mit aufbauen. Let's go! Oder ist ein... Interaktive Objekte, Kuriositäten! Auf deiner Erkundungsmission wirst du häufig auf interaktive Objekte stoßen. Klicke sie an oder drücke W, um sie zu untersuchen. Wirf einen Blick auf dieses Zelt. Allah! Leave nothing unchecked. There is much to be found in forgotten places. Schwarz wie die endlose Nacht. Oh, 500 Gold pro Ding. Und 1000 Münzen nehme ich mit. Endlich lacht das Glück über uns, ja. Können wir da reinnehmen? Wie komme ich jetzt zur Karte? Hier. Ja, und jetzt? Ah. Da kann ich mit W dann durch. An ambush. Send these vermin a message. The rightful owner has returned. Oh. Their kind is no longer welcome. Streuschuss. Jawohl. Der hat gut getan. Träumender Schlag, sehr gut. Widersetzt! Au! Gar nicht gut, was ist das? Verbleibendes Anwendung. Gezielter Schuss.
Ja, das klingt eigentlich gut, wenn ich auf den gehe. Was macht nur 3? Okay, müssen wir vielleicht mal ein bisschen mehr das Zeug durchlesen. Da bin ich eigentlich zu voll für. Aua! Du Sau! Bluten. Aua. Niederstrecken. Kann ich gegen den machen? Ne, kann ich gegen den machen. 10 Damage. Hätte ich viel früher machen müssen. Allerlass. Kann ich gegen den nicht machen. 10 gibt es gegen den, okay, weil der fett ist oder was? Ja, wahrscheinlich weil irgendwelche negative Effekte. Ja, schön! Beide gedutscht. Aber wir bluten. Muss den letzten wegmachen. Wichtig. Leichname. Die meisten Monster, die sterben, hinterlassen Leichname. Vorübergehende Hindernisse, die nach einigen Runden von allen verschwinden. Von allein verschwinden. Du kannst Leichname angreifen, um sich schneller loszuwerden. Doch manchmal ist es besser, Fernkampffähigkeiten, Stoßzugfähigkeiten oder sie. Oder die speziellen Beseitigungsfähigkeiten einiger Helden zu verwenden, um Leichname zu vernichten. Alle Monster, die mit Bluten, Gifthauch oder kritischen Treffern getötet wurden, lassen keine Leichname zurück. Alles klar. Alright. Er ist dran, oder? Oh, aua, aua. Auf die Fresse! Ah, Leichnam. Oh, wir müssen uns langsam mal beeilen, Mann. Fernkampf. Muss ich wirklich auf den ersten gehen? Komm, den machst du jetzt weg. 6 von 7, na! Schön ausgewichen. Und was? God damn. Jade. Huste. Eine einstmals berühmte Persönlichkeit aus der Gegend, okay? 2 Stück bekommen sogar. Und nochmal ein bisschen Money. Aber natürlich alles mit. Eine Quest abschließen. Nachdem sie die Questanforderung erfüllt hast, kannst du jederzeit ins Dorf zurückkehren. Dazu musst du nur das Wappen klicken. Es ist nicht nötig, zum Startpunkt des Dungeons zurückzukehren. Das finde ich cool. Ins Dorf zurückkehren, Abenteuer fortsetzen. Ey, wir sind schon gut gedamaged, wir gehen mal ins Dorf zurück. Willkommen daheim, erreicht das Anwesen, nice. Wir haben 2 Erbstücke bekommen. Questbelohnung 5000 und dann nochmal 3760, das ist doch ein guter Start, oder? Helden haben weiter plus 2 Helden-EP bekommen, wir gehen zum Dorf zurück. Was ist so komisch, Maus, das Welcome home, such as it is. This squalid hamlet, these corrupted lands, they are yours now, and you are bound to them. Ein Questziel, okay. Ja, und jetzt? Hole Hilfe, wenn nötig. Halte einen beliebigen Zeitpunkt im Spiel H gedrückt, um eine kontextbezogene Hilfesteuerung in diesem Modus zu halten. Cool. Nomadenwagen. Trinkets and charms gathered from all the forgotten corners of the earth. Könnte ich jetzt kaufen, ja? Oder was? Ich kann ihn verbessern. Women and men, soldiers and outlaws, fools and corpses. All will find their way to us now that the road is clear. I have 2. What better laboratory than the blood-soaked battlefield? Verbesserung des Kutschennetzwerks. Solange du hier bist, gibt es einige Starterbstücke für die Verbesserung des Kutschennetzwerks aus. Damit erhöhst du die Anzahl der Helden, die hier später verfügbar sein werden. Klicke auf das Plus, okay. Hier, Kutschennetzwerk. Mach ich mal. Arrive, foolishly seeking fortune and glory. Heldenliste brauchen wir aktuell nicht. Of the damned. So, was haben wir noch? Friedhof. Den sollten wir hier besuchen. Achievement, genau, besuchen den Friedhof. Most will end up here, covered in the poisoned earth, awaiting merciful oblivion. Das brauchen wir, glaube ich, erst später, wenn wir Leute verloren haben, glaube ich. In time, you will know the tragic extent of my failings.
Pfad des Vorfahren, Prolog. Wir sind aktuell im Prolog, alter Pfad. Ja, das haben wir ja gelesen. Das waren wahrscheinlich die Sequenzen, die wir hatten, ne? So, jetzt haben wir noch einen Schmied. Kann ich noch nicht machen. Aufbrechen. Im Dorf gibt es momentan nicht mehr viel zu tun. Es ist Zeit, eine Quest aufzubrechen. Alles klar. Aufbrechen am Bildschirm. Ach so, da unten, ja. Vielleicht sollten wir die Taste drücken, wo ganz fett aufbrechen steht. A Mecca of Madness and Morbidity. Your work begins. Ih, was war das? Das war ein Eisstück, glaube ich, ne? Okay. Ich werde zu den Gruppen. Hier willst du deine Quest aus, bildest eine Abenteuergruppe mit 4 Helden, die zu ihr aufbricht. Quests im Heldendetails anzusehen. Helden nun auf dem Bildschirm, Plätze, Gruppen, schon in Aufstellung bilden. Let's go. Okay, wir haben Labyrinth anscheinend. Oder dunkelste Dungeon. Ich glaube, Labyrinth klingt gut, oder? Heck? The cost of preparedness. Measured now in gold. Later in blood. Mhm. Nahrung und Fackeln. Bei einer kurzen Quest solltest du mindestens 8 Nahrungsmittel, 4 Fackeln dabei haben. 8 Nahrungsmittel. Nahrung. 8. Mach mal 10 sicherheitshalber, 4 Fackeln. Manchmal 6. Hindernisse im Weg räumen. Ich nehme meine Schaufel mit. Schlüssel auch. Weihwasser. Weiß ich nicht, ob wir das brauchen. Heilkräuter. Mhm. Das klingt gut. 2 Verbände. Gegengift. Nehme ich mal eins. Ah, haben wir schon eins dabei. Egal. Dann nehme ich nochmal 2 Fackeln mit. Und noch ein bisschen Essen. So, sind wir bei 6000. Haben ein bisschen was ausgegeben. Haben, glaube ich, ein ganz guten Stuff dabei. Vielleicht ist es auch absolut Bullshit nicht dabei. Aber hey, ist ja egal, Mann. Ist ja egal, Mann. Besser mehr als zu wenig, ne? Let's go. Hm? Auf zum Raum. Alles Labor hier. Nice, Fackel nehmen wir. Weiß noch gar nicht mehr, wie das funktioniert, Mann. Ich muss erstmal reinkommen. Oh, die hat einen fetten Streitkolben. Schöner Damage. Giftschlag, Fernkampf. Ermutigender Dunst, Ziel stärken. Okay, geil. Können wir uns buffen. Gifttaub bluten, heilen selbst. Geil. Ich mach einen Giftschlag, aber. Das ist der erste raus. Heilung kann die machen. Richtspruch, Fernkampf. Let's go. Geil. Hat sie durch, glaube ich, sogar nochmal selber geheilt. Gefällt mir. As the fiend falls, easy. 200 Gold nehme ich mit. Büste, Porträt und ein Schaufel. Schön. Ah, wegen Inventarplatz hätten wir vielleicht drauf achten sollen. Ja, das ist so ein bisschen das Ding, ne? Du hast nur einen gewissen Platz. Schaufel. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Okay, ab und zu müssen wir uns hier ein bisschen. Ist das Spiel in Deutsch? Ja, mit deutschen Untertiteln oder so? Wird schon passen, denke ich mal. Sprache Deutsche, okay. Weil dann muss ich nicht mehr erstmal überlegen, was er sagt.
Ich nehme mal Fackeln mit. Was haben wir hier? Seuchengranate. Oh, hallo. Bringt aber nur eins. Aber hat Giftrauch dafür gemacht bei ihr. Und nochmal 4er Damage. Okay. Ich glaube, das war ganz gut. Oh, schön gedodged. Aber 19 Dunkelheit bekommen. Richtspur auf die Olle. Ich glaube, die ist halt krass. Die muss halt sterben. So, er wird nicht auf die gehen können. Auf die ersten beiden. Dann geht er erstmal auf den ersten, weil der ist natürlich am nächsten dran. Ne? Wer macht 10 Damage. Sehr gut. Schön ausgewichen. Läuft super. Was ist das? Pistolenschuss. Fernkampf. Ausgewichen. Damn. Richtspruch. Let's go. Ausgewichen. Shit. Seuchengranate. Auf die nochmal. Kriegt die Giftrauch ist tot mit 8 Damage. Toll. Und weil sie durch Seuche gestorben ist, ist auch kein Leichnam da. Perfekt. Und er macht den letzten Schlag und das war's. Nice. 1100 Gold, Zitrin. Wert 250. Geil. Nehmen wir mit. Sehr, sehr cool. Rechts oder oben? Ich geh mal rechts. Ich weiß nicht. Ich glaube, jetzt sollten wir eine Fackel nutzen, ne? Das gehört mir. Weihwasser und Blitzfeuerpulver. Okay, nehme ich mal mit. Okay, nächster Raum. Oh, hier ist irgendein Ding. Pistolenschuss. Streuschuss. Nein, okay, der Pistolenschuss ist kacke, glaube ich. Seuchengranate aber. Macht schön Damage. Das war's aber. Richtspruch. Oder Keule kann sie nicht nehmen, dann bleibe ich mit dem Richtspruch. Er hat eine Fernkampfwaffe, den würde ich gerne ausschalten. Ja, der dodgt immer, also der ist gut im Dodgen, safe. Was haben wir denn hier eigentlich? Fackel plus, 5, plus 24, markieren, selbst stärken, geil. Eigentlich geil. Wollen wir mal niederstrecken, achso, erstmal auswählen, klar. Another one. Schön, One-Shot. Ach, du Scheiße, tut das weh. So, hier nochmal die Granate rein. Granate in die Renate. Aber die kriegt kein, der kriegt kein Gift, der Penner. Das gefällt mir nicht so. So, hier ein 6er Schlag drauf. Schön. Da ist die Zahl da oben. Okay. Überrascht durch ein Monster. Ich mach nochmal eine Fackel rein. Dann sind die wieder gebufft. Gut. Schön. Der muss weg. Ja. Slowly, gently. This is how a life is taken. Oh, ein 3er Hit kassiert. Alle mal weg. Easy. Confidence surges as the enemy crumbles. Tagebuchseite. Okay, nice. Nehme ich mit. Kann ich die lesen? Tag 8. Mira wird von einer Krankheit geplagt, wahrscheinlich verursacht durch die üblen Dünste, die aus dem Sarg austraten, den sie unbedingt mit ihren Spaten aufstemmen musste. Es ist hier zwar ziemlich schaurig, aber ich werde mich von nichts und niemand hinter das Licht führen lassen. Darauf werde ich meine Glücksmünze. Okay. Und oh, da haben wir uns jetzt. Da hätte ich aber eigentlich sie nehmen müssen für, ne? Egal. Aber er ist unser Frontmann, also eigentlich schon okay. Ich sagen. So, weiter geht's durch den Dungeon. Oh Gott, eine Falle! Hätte man das vorher sehen können? Das weiß ich natürlich noch nicht. Ich habe jetzt natürlich nicht drauf geachtet, weil ich smart bin. Ich glaube, so lange. Ich weiß halt nicht, ab wann sollte. Oh, wir haben schon viel, ne? Ich glaube, ich mache nochmal eine Fackel rein. Mhm.
Kürbis Licht 75. Okay. Wir haben noch 4 Fackeln, aber noch 4 Räume, glaube ich. Ne, 3 Räume noch, okay. Ich würde eigentlich erstmal hier hingehen, dann können wir die beiden hintereinander machen, aber die müssen wir auch gar nicht, theoretisch. Das heißt, ich gehe erstmal die beiden, aber dann gucken wir mal. Warum leuchtet. Achso, das sind wir, glaube ich, ne? Pfeift. Okay. Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Was war jetzt? Hat er gesagt, er behält das für sich? Was ist das für ein Assi, Alter? Na klar, ich behalte einfach mal die Juwelen für mich, Digga, weil ich ein absoluter Unehrenmann bin. Hunger. Hungrig gemacht? Ja, dann ist cool, Alter. Wir haben genug dabei. Snackt euch ruhig. Ich würde. Ab wann sollte man das machen mit den Fackeln? Das ist halt die Frage. Ich würde jetzt nur mal eine reinballern. Dass die hier zumindest halbwegs in Ordnung sind. Ich glaube, weil Licht ist hier, glaube ich, schon wichtig. So, letzter Raum. Theoretisch. Okay, wir haben natürlich nur eine Schaufel. Und da brauchen wir auf jeden Fall Feuer. Sind gleich sogar zweimal. Alles hat die gerade gut erwischt, glaube ich. So, Endfight theoretisch. Oh, die haben uns geswappt. Ja, das ist nicht gut. Ja, der hat kassiert. Oh, was ist das für eine? Was ist das? Furchtsam. Ein Helden stresst sich bei Ertrage, leiden sie Qualen. Dies erkennt man an verschiedenen Verhalten und Änderungen ihrer Werte. Qualen dauern so lange an, bis die Helden in ihrem Dorf behandeln lässt. Es sei denn, du kannst den Stress im Zuge der Quest komplett abbauen. Ach du Scheiße, Digga, wie soll ich den abbauen? Haben wir einen Vierer kassiert? Kann man Stress irgendwie abbauen? Ich glaube nicht wirklich, ne? Hm, das vielleicht. Weiß ich nicht. Okay, wir ballen erstmal da rein. Im Streuschuss hier hin, oder? 3 erwischt. So, erst dran. Ich würde den reindrücken. Ist ja erstmal gestärkt. So. Ich kann nur Ziele stärken gerade. Dann würde ich ihn nochmal stärken. Kann ich irgendwie sagen, dass die nach vorne rücken oder so? Bewegen, aha, okay. Er soll die aber gar nicht erstmal. Erstmal macht's einen Richtspruch gegen den, ne? Ich glaube, der mit dem Kelch, der könnte eklig werden sonst. Nur 1 AP, okay, das ist natürlich ein bisschen belastend. So, und er kann gar nichts machen, oder was? Das ist natürlich belastend. Das heißt, er muft einmal nach vorne. Das war jetzt mit der Stärke natürlich dann richtig nötig, oder? Aua, das ist nicht gut. Gefällt mir gar nicht. Aua. Okay. Er kann gerade nur stärken. Das ist belastend. Dann stärke ich ihn mal. Vielleicht kann er nur stärken, weil er gerade als erster steht und eigentlich gar kein Frontkämpfer ist. Nein! Böse! At any cost. Oh nein, oh nein, oh nein, das ist nicht gut. Das gefällt mir gar nicht. So, das ist der eine weg. Destroy them all. Ach du Scheiße, Junge. Das läuft gar nicht so gut, wie ich gehofft habe. Schön, göttliche Gnade. Aua. Er muss eigentlich dringend nach hinten. Schön ausgewichen. Streuschuss. Ne? 2 ausgewichen. So, jetzt ist endlich er mal vorne. Kann jetzt hier dealen. Ja, 18er Crit, Digga, was ist das? Schön!
pusht von allein nach vorne, sehr gut. Press this advantage. Give them no quarter. Schön, Jungs, schön, 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 schön. Aua. Zehner mit der Pistole, sehr gut. Der macht das hier drauf. Ne, was ist das? Fernkampf, Schaden, Giftschlag. Ist reichlich von der Reichweite. Oh nein, dann machen wir das halt auf die Leichen. Hat so irgendwas gemacht. Huh. Nein! Jawohl! Kann er nicht machen. Macht er die Leiche weg. Jawohl! Ich drück ihn das mal rein. Ja! Das ist es, oder? Das ist es, oder? Das ist es nicht! Das gefällt mir gar nicht. Er hat dann eine Armbrust, eine Bajonette. Eigentlich smart, ja, aber habe ich glaube ich noch nie so gesehen, Alter. Nice. Okay, wir haben Pilze. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Erstmal das Abenteuer fortsetzen. A handsome reward for a task well performed. Nummer zwei Dings. Vielleicht ist das eine Rettung, sagt er. Okay, keine Ahnung. Ich kann ihn so essen lassen, toll. So. Schließ deine Quest ab. Sollen, das lief doch mehr oder weniger ganz gut, dafür, dass die erste Quest war. Aber zwei haben leider jetzt, ich glaube, negativ. Ja, hier, selbstsüchtig und furchtsam. Das gefällt mir gar nicht. Nein, drei haben, oder? Ne, alle, was? Warte mal, was? Was ist das? Ruinenhasser. Oh Gott. Bei Licht über 75. Stressschal, was? Das heißt, ich muss unter 75 Licht bleiben? Nachteule, das ist gut. Langsame Reflexe, toll. Über 75 Licht. Ja, toll. Aber ist das nicht eigentlich. Nee, das ist scheiße, oder? The tents are pitched, banners fly, and the corpse wagons stand at the ready. The circus has come to town. Ja, klar, wir gehen da gerne rein. Wie kann ich das denn. Ah, hier, Reise im Zirkus. Ah, das ist ein DLC. Okay, ja, das habe ich, glaube ich, nicht. Okay, Kloster. The cobwebs have been dusted, the pews set straight. The abbey calls to the faithful. Mhm. Heldenborn streitet ab, indem sie in der Taverne oder im Kloster an Aktivitäten teilnehmen. Jede Aktivität gewährt verschiedene Nebeneffekte. Experimentiere mit den Helden, um ihre Ticks entsprechend in die beste Aktivität zu finden. Wenn ein Held eine Aktivität aufnimmt, ist er bis zur darauffolgenden Woche daran gebunden. Die Quest muss ein anderer Held übernehmen. Okay, krass. Kreuzgang. Okay. Aber ich könnte jetzt hier sagen, ich ziehe jetzt einen von denen da rein. So. Nee, was? Hier? Wie geht das? Aha. 1,5. 1,25. Oder will nur sie das hier mal? Ich weiß es ja nicht. Okay, sie macht das.
Und mit dem anderen gehe ich in die Taverne. Dann brauche ich aber zwar nur Helden. Cards and curtained rooms promise solace. Natürlich geht der ins Bordell, Digga. Okay. Ne, normalen Wagen war es nicht. Ich brauche. Wo krieg ich die Helden nochmal? Bei der Kutsche. Oh. Der sieht schön aus. Sehe ich irgendwo seine Fähigkeiten oder was der kann? Pestdoktor. Oder Pestdoktorin. Waffenknecht. Suchende. Und Kreuzfahrer. Aber sehe ich irgendwo seine Fähigkeiten? Oder muss ich das jetzt vielleicht skillen oder so? Ah, hier. Mhm. Keine Ahnung, was jetzt halt gut ist. Oder au, das sieht lecker aus. Ich nehme mal den mit. The raw strength of youth may be spent, but his eyes hold the secrets of 100 campaigns. Keine Ahnung, ich bin da jetzt natürlich noch unerfahren, sagen wir mal so, ja. Achso, da komme ich noch gar nicht hin. Ich gehe nochmal in den Zirkus. Hier in die Kutsche. Denn wir könnten theoretisch mehr Helden, aber das bringt mir auch nichts, oder? Erfahrene Rekruten würde ich gerne haben. Oh, da müssen wir noch ein bisschen was machen für. Kutsche. Ja, aber warte mal. Nein. Mannwagen ist mir egal. Friedhof ist mir egal. In time, you will know the tragic extent of my failings. Ja, dann heißt eigentlich, ich muss als nächstes einfach wieder aufbrechen, oder? Mhm. Okay, keine Ahnung, was jetzt hier gerade das Ding ist. Das ist der Zirkus, ja. Ja, dann würde ich sagen, machen wir nochmal einen Dungeon. Ruine ist auf 1. Ah, sind die verschiedenen Quests oder was? Ändern sich quasi Belohnung dafür, ja? Oh, das ist nicht so gut. Aber Ruinen. Ah, genau, wir haben ein Labyrinth gebaut. Jetzt sind wir bei Ruinen. Einer hat aber Angst vor Ruinen, ne? Das ist nicht so schön. Ich ziehe auf jeden Fall die hier noch mit rein. Safe. Swap die einmal. So. Okay. Nur Barbaren, die habe ich ja nicht. Rechtsdoktor ist gerade nicht verfügbar. Kreuzfahrer, das ist doch super. Dann machen wir das hier, oder? Let's go. So. Was ist denn das? Jetzt habe ich eine Nahrung zu viel gekauft. Egal. Acht Fackeln. Und 10. Acht waren eben schon wenig. Schlüssel. Bandage. Und dann war's, würde ich sagen. Let's go. Ah, eine Schaufel noch. Komm. So. Wird schon passen, Leute, oder? Pace out the halls of your lineage once familiar. Now, Boren. Okay, wir gehen los. Quest ist quasi wieder wie eben. Oder ist eine Falle? Fallenschärfen. Ausgekundschaftete Fallen sind auf dem Boden sichtbar. Sobald du ihnen dich näherst, wähle einen Helden, ganz schön auf Falle und versuche sie zu schärfen. Entschärft, easy. Ich bin Pro-Player, Leute. Na, jetzt nehme ich mit. Okay, wir haben die ersten Gegner. Zwei Champagner trinkende Prinzen, Alter. Und zwei Krieger.
Aua! Wohl trinken die ja Wein, ne? Champagner würde mich wundern. A moment of valor. Oh, nice. Shines brightest against the backdrop of despair. Tugendhaft. Gelegentlich reagieren Helden auf Stress tugendhaft. Dann erbringen sie so lange mehr Leistung, bis sie großen Stress erdulden oder ins Dorf zurückkehren. Zudem erhalten die Werte Boni und andere Vorteile. Geil. Was hat er denn? Kampfgebrüll, Fernkampf. Grundwert Präzision 90, Schussmodifikation 100%, hier Schwächen. Okay, schön. Was ist das? Rampart. Nahkampf. Aha. Und Verteidiger. Geil eigentlich. Ich mach mal Kampfgebrüll. Auf den Hintern. Alle ausgewichen, aber zwei geschwächt. Wild. Pistolenschuss auf den. Hitte ich mit 8. Super. So. Ich strecke ihn erst nieder. Verfehlt. Fuck. Und wir kriegen einen 4er-Hit. Der gefällt mir, der Bre. Der ist wild. Nochmal niederstrecken, aber auf den. Jawohl. Das hat funktioniert, Alter. Pistolenschuss. Ja! Okay, du versuchst es nochmal jetzt bei dem. Ja! So muss das sitzen. Das Schild blockt wahrscheinlich auch viel, ne? Der macht nochmal Kampfgeschrei auf den hinteren. Beide geschwächt. Nochmal hier. Jawohl, mit 7 rein. Aua, Crit. Mit 6 Crit. Tut weh. Ein Pistolenschuss auf den letzten. Jawohl. Das sieht wunderbar aus. Nahkampf, Rampart. Den macht er weg. A faint hope blossoms. Hä? Reicht nicht so weit. Krass. Ich komme damit, glaube ich, nicht hin an den jetzt. Drecksau. Mal den weg. Gestern das Schlachtruf. Heilung 1 zu 1. Stresslinderung. Jawohl. Der jetzt vorgerückt. Was soll das denn? Der kostet, glaube ich, Stress. Yes! Formation is broken. Maintain the offensive. Na, es ist gesichert. Was heißt denn gesichert? Bringt uns gar nichts? War es schlecht für uns? Ich weiß ja nicht. Raumkampf und Kuriositäten. Ja, let's go, oder? Oh, Überraschung. Not good, diese. Jawohl, 5er Hit. So, zerschmetter Nahkampf. Jawohl. Schlachtruf kann er nur gerade machen. Okay, dann komm auf den hier. Schön. Den ersten weg. Der deft mit 4, trotzdem harte Damage, aber ist okay. 5er Hit, tut weh, das tut schon eher weh, ja. Pistolenschuss. Nice. Sehr, sehr gut. Verfehlt. Nicht gut. 2er Hit ist okay, ist verkraftbar. Heilender Schlag würde ich auf den setzen müssen. Crittet und gibt 9, sehr gut. So, er callt ihn jetzt mit 14 Crit. Saftig. Schön, Jungs. Das war optimal. 500 Gold. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Wird mal ein bisschen hell. So, jetzt kommt ein neuer Kampf. Wussten wir. Überrascht sind. Die sind überrascht von uns. Ach so, glaube ich. Das ist gut für uns. Trinkt das. Der Rausch ist das beste Verbündete, wie ich zu sagen pflege. Ja, du Ehrensau. Gehen wir auf den letzten. Schön. Rampart oder Kampfgebrüll? Kampfgebrüll ist halt krass gegen alle. Hat auch alle gehittet. Oh,
Ne, der letzte hat sich widersetzt, aber sonst hat alle gehittet. Sehr gut. Verfehlt, aua. Verfehlt ist nicht gut. Kampfgebrüll machen wir auch den letzten nochmal. Gibt nochmal plus 5, weil der hat viel erwischt diesmal. Mit Dunkelheit und so ein Shit. Aua, aua, aua. Nicht gut. Hört auf zu hitten. Schweinchen. Aua, 7er. Reicht doch! Digga, das ist Half-Life. 2, Digga. Ja! Einer weg, wichtig. Destroy them all. Zweier Hit, was soll das denn? Aber widersetzt auch noch. 6er Hit. Nochmal ein 6er Hit auf den. Digga, das sieht gerade gar nicht gut aus für uns. Auf den hier bitte. Wieso ist der jetzt ganz vorne? Das gefällt mir gar nicht, Mann. Der ist hier trotzdem wieder ein 4er. Dicker! Sechster Hit auf den letzten. 5er Hit. Der muss weg. Der muss jetzt weg. 6er Hit nochmal auf die Digga, die kassieren gerade hart. Der muss weg. Der muss weg. Der muss weg. Der muss weg. Give them no quarter. Er ist noch dran. Ey, ne? A momentary abatement. 7er. Digga. Und 6er Hit. Eine Schlachtruf. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Ja, ausgewichen. Nein, ausgewichen. Ja, ausgewichen. Another abomination cleansed from our lands. Wir ziehen weiter vorbei an jenen, die auf der Strecke geblieben sind. Ja, du bist ein Ehrenmann. Ich küsse dich, Digga. A devastating blow. Destroyed, man. Alter, das war aber ein harter Fight. Foolish horrors. Brought low and driven into the mud. Was hat uns das jetzt hier gebracht? Scheiße, Digga, wir haben kassiert ohne Ende, Mann. Gibt es bessere Nahrung? Alle dürfen mal ein bisschen was essen. Zünd nochmal eine Fackel an. The path is clear. We require only the strength to follow it. Mhm. Hier ging es nicht weiter, ne? Wir müssen eigentlich zurück. Ah doch, wir können den Raum verlassen. Und können wieder hier hingehen, theoretisch. Ja, wir gehen ja jetzt eigentlich da lang, oder? Naja. Hm. Wie heal ich mich denn? Ich muss mich unbedingt gehealt kriegen. Guck mal, mit dem Leben kommen wir nicht weit. Was ist denn das für eine Kiste? Ja, a handsome reward for a task well performed. Mhm. Ja, 90% der Räume. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Der Kampf eben war hart. Zu dem Chor. Das könnte übel werden für uns. Da kommt gleich ein Fall. Oh Gott, damn, die sehen eklig aus. Festering fear consumes the mind. Wir müssen dodgen, Jungs. Zielt der Schuss. Macht 2 Damage. Ja, die gehen mir auf den Piss gerade hier. Bis 9 Schaden. 3 bis 4 Schaden. Kein Schaden. 5 bis 9. Verfehlt. Er kann gar nicht viel machen.
6 Schaden. Oh Gott, das gefällt mir hier gerade gar nicht, Leute. Das sieht eklig aus. Ja, schön dodgen, Jungs, bitte. Alter, lass. Streuschuss. Alle ausgewichen. Leck mich am Arsch. Das sieht nicht gut aus. Er kriegt 6 Schaden rein. Er kann nichts machen. Wichtig. Mann! Nicht verfehlen, Junge! Oh, ich hätte auf den zweiten gehen, ich bin voll Idiot, egal. Ja. Aber geschwächt. Au! Unbalanced. Das sieht gar nicht gut aus. Wir weichen zwar auch viel aus, aber das bringt uns gerade nicht so viel. Bandagieren, der Held blutet, jawohl. Mann, Dicker! Wichtig, endlich mal einer weg. Vorne. Ja, jetzt löbt der Lachs. Wie können wir uns denn hier mal healen? Das muss doch irgendeine Option geben zum Healen, oder? Ja, so will ich das sehen. Michael. Waffen. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht nur auf die Silber? Dann müssen wir uns selber an. A blazing star is born. Pistolenschutz auf sie. Das ist ein 8er Hit, schmeckt. Ein Damage. Ah, Digga, der hat nicht mehr viel Leben. 6 Leben hat er noch. Das gefällt mir gar nicht. Geschwächt. Nochmal geschwächt. Super. Nein, erstmal sophistisch. Those who covered injury find it in no short supply. Was ist denn jetzt mal sophistisch? Muss jetzt hier Platz machen. Ist das irgendwo eine Reihenfolge, wann wer dran ist? Das würde mir helfen. Oh, was ist denn das? Victories mount, so too will resistance. Das sieht sehr gut aus. Nein! Gifthauch. Haben wir nicht. Nein, wir haben diesmal kein Gegengift mitgenommen, ne? Der kriegt auf jeden Fall Essen. Scheißen, ey. Das läuft gerade gar nicht so gut. Ja. 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 Ja! Aber bringt keine Resultate. Scheiße. Fuck! Voll übersehen. Ambushed by Bow and Benjamin. Ich hab doch eh so wenig Leben, Mann. Das ist gar nicht gut. Puh.
Durchschuss. Drei gehittet. Gut. Zweier Hit ist okay. Diese Grenzen, Herzinfarkt, Stress steigt nach einer Qual weiter an. Aha. Ach du Scheiße. Diese Stressleiste da unten, ist das die Stressleiste? Das ist der Stress, ja geil, Digga. Wie kann ich den senken? Weiß ich nicht. Alle geschwächt. Sehr gut. Oh nein. Wo ist die Maus? Hör auf! Du musst leben, mein Sohn! Du musst leben! Der muss leben. Der letzte weicht aus. Das kannst du mir nicht erzählen, Mann. Warte. Schutzverbündeten. Was ist denn das? Wo ist denn der Maus? Digga. The light, the promise of safety. Was hab ich denn mit dem Maus so nichts? Irgendwas stört da, irgendwas kratzt da so am Mauspad quasi. Tja, was mach ich jetzt hier? Einmal muss ich das machen. Der ist mir zu großes Risiko gerade, ne? Ja! Da sind die Hits. Jawohl, der mit mehr Leben weg. Andere hat noch drei. Er muss jetzt sterben. Yes! 800 Gold nehme ich gern mit. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Ich muss noch zwei Räume Minimum. Eigentlich drei Räume noch. Das ist hart. Nice. Ich muss ihn irgendwie unbedingt hier. Eigentlich muss ich wieder raus. Kann ich denn? Eigentlich wieder zu mächtig, glaube ich. Schwächt. Weg. Zeichen ist er jetzt. Mega. Nee. Schützt beide, sehr gut. Ein Hit ist okay. The Abyss returns, even the boldest. Vierer jetzt, aua. Digga, er wird es nicht schaffen, glaube ich. Er hat noch 2 AP. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Nee. Frustration and fury more destructive than 100 cannons. Scheiße, Mann, wir kassieren. Digga, weich doch nicht aus. Endlich weg mit dem. Lang überfällig. Der hätte die zwei jetzt kassiert, wären wir schon viel besser drin jetzt. Ja, nochmal ein 3 Hit auf den, Digga. Er ist ja auch fast tot, oh mein Gott. Er ist tot. Schwelle des Todes. Wenn Held auf 0 fällt, steht er in der Schwelle des Todes. Zu schnell leidet der Werte manuelles weiterer Schaden, könnt ihn töten. Heil deinen Helden, bevor ich Schwachstelle des Todes zu bewahren. Ja, kann ich nicht machen, Digga. Ich hab nichts zu verlieren. Todesstoß. Scheiße, Mann! More disappointment. Herzinfarkt. Klüger gibt nach. Scheiß drauf.
Jetzt rückt er nach vorne, will er mich verarschen. In Radiance may we find victory. Weg mit dem Scheiß. So, jetzt ist er in Reichweite, aber er wird ihn erschießen, oder? Survival ja. Is a tenuous zwei Tote proposition schon. Das läuft gar nicht gut. Digga, das Ausweichen hat mich die Runde gefickt, Mann. Sonst wären wir schon. Sonst würde es ja ganz anders aussehen. Ohne das Ausweichen von den Pennern wären wir so gut durchgekommen, glaube ich. Der zweite Raum hat uns auch gebumst. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Ich kann jetzt weitergehen oder aufgeben. Das sind die Sachen, die es gibt. Ich sag mal so viel, der nächste Kampf wird uns erlöschen. 100 Gold. Was ist denn, wenn ich ab... dadurch Stress erleiden, ja, was soll ich machen? Ich will den Stress eigentlich nicht erleiden, aber... Hunger. Ich muss die Quest abbrechen. You cannot learn a thing. Scheiße. You think you know. Das lief ja richtig furchtbar, Leute. Okay. Du Scheiße, zwei Tote. Zwanghaft. Ungeschickt. Leck mich. You answered the letter. Now, like me, you are a part of this place. Friedhof. Make no mistake. We will face ever greater threats. Our soldiers must be ready. Oh. Jetzt können wir die leveln quasi. The bellows blast once again. The forge stands ready to make weapons of war. Ja, ich würde sagen, an der Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schaut auch gerne morgen im nächsten Adventskalender-Video wieder rein. Mal gucken, was wir dann spielen. Und ja. Wir streamen eh aktuell jeden Tag, also schaut doch auch gerne auf Twitch mal vorbei. Wie gesagt, jeden Tag ein Adventskalender-Video nehmen wir hier auf und meistens Fortnite, Dead by Daylight oder worauf wir gerade Bock haben, wie zum Beispiel die Aufnahmen. Muss ich bald wieder mit Spider-Man Miles Morales weitermachen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und rein, bis zum nächsten Mal und ciao!